Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Little Big Workshop hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. So, huiuiui, viele Kommentare. Viele Kommentare und auch coole Kommentare, aber als allererstes mache ich mal Folgendes. Bewegen. So, wir legen das mal hier rüber. Es wurde angemerkt, dass dieser Bereich hier, dieser große lange Bereich, denkbar schlecht ist. Also das mögen unsere Leute normalerweise gar nicht. Guck ich mal gerade. Hier ist aber die Laune tatsächlich gut. Hier ist der Lärm. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber so im Großen und Ganzen, okay. Wir produzieren gerade aktuell Skateboards. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine... Oh je, ist laut. Eine ganz kleine minimale Anmerkung machen. Ihr werdet es vielleicht an dem Voice schon hören. Ich habe ein bisschen, aber auch nur ein bisschen, an meinen Soundeinstellungen rumgespielt. Die letzten Male haben sehr stark übersteuert. Wir hatten auch teilweise... richtige Plops drin, das war nicht so schön anzuhören. Ich habe damals schon am Mikro ein bisschen rumgefummelt, weil ich immer noch den perfekten Mix zu finden und habe dabei aber eine Einstellung komplett übersehen gehabt und deswegen hat sich die letzte Aufnahmesession auch entsprechend furchtbar angehört. Sorry dafür. Seht's mir nach, bitte. Ja, jetzt sollte es besser sein. Ich habe es probiert, habe es mir angehört und fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Was allerdings da eure Meinung zu ist, wird sich dann zeigen. So, jetzt mal ganz kurz. Ich werde jetzt auch so erstmal ein, zwei Folgen aufnehmen und mehr nicht. Und dann gucken wir wieder weiter. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal kurz auf den Markt gehen. Wir haben hier Aufgaben noch. Bongos, meine Lieben. Was geht mit Bongos? Wie viel Zeit? Oh, wir haben da aber noch Skateboards noch nicht fertig. Ich warte mit den Bongos nochmal. Und gucke jetzt einfach mal, wo die Reise hier hingeht. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir werden den Bereich auch komplett neu umbauen müssen. Aber dazu brauchen wir erstmal wahrscheinlich hier diesen Bereich noch, damit ich das hier ein bisschen aufsplitten kann. Damit eine Sache nur für Werkzeuge zum Beispiel ist. Damit eine Sache nur für Holz ist. Holz ist ja eher hier, aber da können wir auch nochmal ein bisschen erweitern. Und. Also wir werden das ein bisschen aufdröseln. Wir werden auch das hier ein bisschen anders machen. Das gefällt mir nämlich noch überhaupt nicht. Da müssen wir rangehen. Aber jetzt brauche ich erstmal Geld. Und ich sehe gerade mein Geld schwinden. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, meine Lieben. Ich würde das gerne anders haben. Ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr denn momentan die Voice-Einstellungen findet. Findet ihr den Sound gut? Ist er zu laut? Ist er zu leise? Sind komische Geräusche drin, die nicht reingehören? Solche Sachen alles. Ich höre mir das auch nochmal an, aber ich bin der Meinung, es könnte schon besser sein so. Wir gucken jetzt einfach mal. Ganz entspannt. Oh, wir machen gleich Bauchplatscher. Ich hoffe, wir kriegen das fertig. Der Preis fällt gerade, aber so Tausende, also das sind 15.000, die wir da hier kriegen. Also das ist nicht wenig. Wir haben aber auch Leute, die sich langweilen. Das ist weniger geil. Ja, aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen schauen, dass wir möglichst weit kommen. Okay. Ein Partner. Okay. Ja, jetzt warte ich erstmal ab, bis das durch ist. Und bevor wir einen Auftrag dann annehmen. Wie ist denn der Zustand eigentlich? Wir müssen mal hier ein bisschen reparieren teilweise. Sind Sachen auch schon ziemlich im Eimer. So, machen wir das mal so. Gut. Ja, und die arbeiten ja auch nicht alle. Also ist längst noch nicht so weit. Okay. Na komm. Update-Markt, 4 Stunden. Wir werden dann auf jeden Fall diese Bongos noch herstellen. Wir könnten eigentlich die Bongos zwischen reinklamüsern. Das kann ja eigentlich laufen, oder? Wir nehmen die mal an und legen die nach oben. Kann ich die jetzt nach oben legen? Hauptpriorität. Jo, Bongos. Produkt planen. Wir brauchen hier Bongos. Wir brauchen hier schöne Bongos. So, und hier müssen wir das zusammenwursteln. So. Es läuft alles. Menge 14 automatisch. 6, 8. Bongos Plan 1. Nicht genug Geld zum Plan. No! Okay, das habe ich nicht übersehen. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, das mit dem Geld war jetzt gerade eine super blöde Geschichte. Aber ich dachte, das ist tatsächlich
für das Ding jetzt nicht so entscheidend. Ah, schwierig. Okay, musst du wissen? Hätte ich eigentlich wissen sollen, ne? Das könnte jetzt richtig blöde rausgehen. Ich meine, wir verdienen gleich Geld, aber den Auftrag können wir in der Pfeife rauchen. Den kriegen wir nicht mehr durch. Also denke ich zumindest. 14 Bongos, ich weiß es nicht. Oh, jetzt werden sie fertiggestellt. Schau mal hin. Jetzt geht es aber relativ zügig. Das geht super schnell hier unten. Aber wir haben dann nur noch 23 Stunden. Das wird ein heißer Ritt, meine Lieben. Das wird ein heißer Ritt. Was hat denn der gemacht? Hat er irgendwas rausgeworfen? Die haben was rausgeworfen. Was soll das denn? Ja, wir müssen mit dem Geld ein bisschen mehr aushalten. Das ist wichtig. Das ist schon entscheidend wichtig. Liefern! Liefern! Alle raus! Ja! 11 Stunden noch. Ja! Okay, Produkt planen und los. Auf geht's, Freunde. Ach du Schande. Alter, 5 Stunden. Ach du Scheiße, geht das hoch. Schaut euch das an. Da fliegen dir die Löffel weg, aber ganz gewaltig. Aber das schaffen wir niemals mehr. Wir haben schon 4 fertig, aber das klappt niemals mehr. Leider nicht. Die Hälfte haben wir. LKW ist angekommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Der lädt ein. Okay, vielleicht schaffen wir noch ein paar fertig. Ah. Ich hatte so nicht vereinbart. 43% der Bestellung der Bongos geliefert. Ich habe mehr erwartet. Du bezahlst dir, was du geliefert hast. Okay. Markt leer. Dann können wir die abbrechen, oder? Ja. Gut. Aber das macht nichts. Wir können ja trotzdem weitere Aufgaben erfüllen. Wir machen einfach nochmal den Bongo-Auftrag. Produkt planen. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Ja, tatsächlich. Das kriegen wir jetzt aber auch locker hin, oder? Das war's schon. Auf geht's, Freunde. Dann den Bongo-Auftrag machen wir. Den kriegen wir auch durch. Da liegen ja noch Bongos. Die falschen. Kann ich den Markt noch im Bongos auf dem Markt verklopfen? Könnte mal wieder ein paar Gummientchen machen. Wir sind auch ziemlich gut dabei. Ja, jetzt kriegen wir Luft nach oben. Jetzt pass auf, jetzt lass uns mal ganz kurz Aufgaben erledigen. Was ist das? Einfacher Stuhl. Erstellen. Können wir jetzt schon gleich einen Plan erstellen? Hm, was machen wir da? Machen wir so einen weißen Stuhl. So. Ist immer noch ein bisschen schlechter als erwartet. Gerader Schnitt. Geht hier hin. Ungerader Schnitt geht auch hier hin. Ja gut, müssen wir halt da machen. Jetzt perfekt. Jetzt ist perfekt. Gutes Ding. Aber da können alle unsere Leute kräftig dran arbeiten. Gut. Es sind 14 Stück. Wir machen die los. Wir lassen das gleich liefern. Das kann beides laufen. 5 Tage haben wir dafür Zeit. Aber jetzt haben unsere Leute auf jeden Fall erstmal ordentlich was zum Wursteln. Mal gucken, ob das mit 2 Aufträgen auch gut geht. Ich bin gespannt. Der hängt ein bisschen nach. Mag vielleicht auch daran liegen, dass der hier gerade die Bongos hauptsächlich presst.
dass der hier gerade Priorität drauf hat. Jetzt kommen wir wenigstens gleich auf. Ja, wir liegen über den Produktionsplan drüber. Das schaut schon gar nicht schlecht aus. So, wir liefern das. Kriegen wir die Bongos los. Bongo, Bongo. Bongo, Bongo. Okay. Mimi, höre ich da immer nur. Gerade habe ich die Lieferung Bongos bekommen. Jo, klar, Mann. Okay. Was haben wir hier? Ah. 50 mittlere Marktlieferungen. Okay. Ja. Wir sollen Geld erwirtschaften, ist der Auftrag. Machen wir ein bisschen langsamer. Der Stuhl ist in Arbeit. Wir können neue Bongos herstellen, wenn wir wollen. Wir machen das mal. Ja, das ist eigentlich auch klar, oder? Das können wir schon losmachen. Gut. Machen wir die Bongos noch durch. Können wir die nach oben priorisieren. Da unten haben wir jetzt ein bisschen Fortschritt schon. Ja, da kommen wir nach. Ja, das schießt nach oben. Das schießt förmlich nach oben. Ja, meine Lieben, ganz kurz noch, weil das immer wieder gefragt wird, wie ich momentan die Folgen raushaue. Ich nehme jetzt mal gerade so auf, dass ich so ungefähr bis, ich sag jetzt mal zwei Folgen rum aufnehme. Das ist so der Plan zumindest. Genau, so ist mein jetziger Plan. Ja? Was? Wo sind die Würmer? Gehirnwürmer. Die Arbeiter scheinen von einem merkwürdigen Parasiten befallen. Sieh zu, dass du ihn los wirst. Und noch einer. Irgendwo ist noch einer. Gehirnwurm befallen. Nein, das war falsche. Wer hat einen Gehirnwurm? Da! Ich hab'n. Cool! Jawohl! Gott sei Dank, wir sind die Gehirnwürmer losgeworden. Angriff der Gehirnwürmer, meine Lieben. Großartig. So, wir können beide Aufträge gut erfüllen. Finde ich auch wichtig. Und dann können wir uns gleich nochmal theoretisch den Stuhl anschauen. Wir erstellen mal für den Hocker einen Plan. Machen wir das hier. Da machen wir darüber. Da geht nur mit dem hier. Jetzt haben wir den auch erfüllt. Ah, guck mal. Den können wir gar noch nicht. Uns fehlt eine Metallstanzmaschine. Eine Formpresse. Das Ding. 5000. Oh, das kommt wieder alles da rein, ne? Ja. Nein, das machen wir nicht. Wir machen den Auftrag noch nicht. Ich baue dazu erstmal hier aus. Hier machen wir einen Ausbau. Wir renovieren. Wir bauen erstmal. Und hier kommt jetzt ein neuer Teil rein. Automatisch bestellen. Achso, wir brauchen ja erst noch die Türe. Hier kommt eine Türe her. Und dann machen wir noch eine Türe her, wenn es geht. Na, dann müssten wir das hier erst umlegen. Schläg dich um, ey! Rotieren. Ja. Das kann auch jetzt laufen. Dann kommt hier hinten nämlich auch nochmal eine Türe rein. Weißt du, für die Leute und so. Dann müssen wir das Ding auch noch umlegen. Ganz kurz umbauen. So, mal da hier die Tür noch her. Und dann kostet uns das 3000. Wir machen die Bestellung. Kann ich die Bestellung machen? Ich kann die nicht bauen. Alpha? So, wir haben jetzt wieder Geld verdient und ausgebaut. Das finde ich beides super wichtig. So, jetzt machen wir mal langsam. Also, wo haben wir jetzt hier Error? Hier müssen wir auf jeden Fall renovieren. Machen wir generell mal ein bisschen. Hier müssen wir mal kurz drüber klucken. Dort ist in Ordnung. Dort ist neu aufgebaut. Schön. Wir machen mal eine generelle Reparaturgeschichte bei uns. Einfach nur der Sicherheit halber. Weißt du, für die Sicherheit, meine Lieben, für die Sicherheit. Die Topfpflanze brauchen wir nicht. Ihr habt auch geschrieben, die Topfpflanzen können raus. Die bringen nichts.
So, hier wird aufgebaut. Superschön. Superschön, meine Lieben. So will ich das, nicht anders. Schaut doch gut aus. Gut, okay. So, Forschungspunkte haben wir neue verfügbar. Ich würde gerne nicht die Grundstücke nehmen, sondern die... Was haben wir hier noch? Direktvermarktung. Direkt baue bessere Beziehungen auf. Montage, schalte die Fähigkeit frei, deine erfahrenen Bediener zu Fertigungsspezialisten hochzuschulen. Spezialisten arbeiten im bestimmten Bereich viel effizienter, sind aber teurer und benötigen höheres Komfortlevel als gewöhnliche Bediener. Das ist noch ein bisschen arg viel, glaube ich. Was haben wir hier noch? Angestellten-Obergrenze 1. Erhöhe der Mitarbeiter, erweitere maximale Mitarbeiter auf 20. Ich weiß nicht, ob wir das schon ausgenutzt haben. Marktprognose, alte Vorwarnungen bezüglich Marktveränderungen mit Hilfe von fortgeschrittenen genauen Vorhersagesystemen. Das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig. Jetzt können wir den Markt analysieren. Wie schaut das aus? Ah, guck mal, jetzt wissen wir ungefähr, wo sich das hinentwickelt. In dem Fall, diese Hämmerchenspiele, ja, die entwickeln sich total geil. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz hier was planen. Das heißt, wir werden auch hier mal ganz kurz was planen. Ah, 6 bis 9. Perfekt. Gut. Okay, dann müssen wir das zuweisen. Effizienz 50%, nehmen wir den her. Ja, wenn ich das hier hinten nehmen kann, nehme ich das natürlich, aber hier kann ich ja nichts anderes nehmen. Und hier müsste es dann auch wieder darüber laufen. Das ist weniger erquicklich. Aber das Montageding machen wir hier auf jeden Fall. Was ist der erwartete Gewinn? Machen wir mal so 20 Stück von denen. Arbeitszeit 41 Stunden, Aktionszeit halt, okay. Ist natürlich schon lang, ne? Machen wir mal, lass uns mal 10 machen. Reicht ja aus. Hauptsache, es läuft mal bei uns was. Nix, also Stillstand möchte ich auf keinen Fall haben. Wir werden jetzt dann auch eher umbauen müssen. So, der Bereich hier oben ist fertig. Wir sind auch mega im Plus. Und wenn wir warten, würde der Preis sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben tendieren. Das fände ich irgendwie auch wichtig. Also das finde ich eine extrem coole Angelegenheit. Allerdings die Nachfrage fällt und der Preis steigt. Da werde ich mal... Ich bin da mal gespannt, wie das sich entwickelt. Wir haben das ja relativ zügig fertig. Zügig! Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr selbstverständlich nächste Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, haut rein, gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!